Was muss mein Mann tun, um ein Nickerchen zu bekommen? Oh mein Gott. Ich will doch nur in Ruhe und Frieden pennen. Chloe. Ihr Charakter involviert Imbissboom. Versteht ihr es? Fettierte Fischköpfe. Innereien. Bitte nicht. So, ich nehme an, das war neu, ne? Ich bin mir nicht sicher. Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Dani Rolpi. Und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Fire Emblem Engage. Ich wollte heute ehrlich gesagt gar nicht aufnehmen, weil ich habe noch einen Part auf Reserve. Wir haben heute Samstag. Einen habe ich noch für morgen. Der letzte Kampf gegen Lin. Aber ja, mir ist langweilig. Deswegen machen wir hier wieder ein Part, ne? Oder zwei oder drei, je nachdem, wie lange ich brauche, ne? So, ich habe vollkommen vergessen. Ich habe Bandgespräche, glaube ich. Ne? Oh ja, habe ich. Und ich bin schon wieder eiskalt aus meinem Raum rausgegangen, bevor wo ich mir die angeguckt habe. Geht doch nicht. Ah, Yonaka. Tschüss, Yonaka. Ja, keine Ahnung. Ich habe nicht gut geschlafen. Ich habe gar nicht geschlafen, glaube ich. Deswegen habe ich mittags ein bisschen geschlafen. Ich bin vor 2 Stunden aufgewacht. Ich mir gedacht, so, jetzt noch aufnehmen. Was soll ich denn sonst machen? Ne, gut. Ich habe einige Bandgespräche gemacht. Ich habe wieder Leute mit bei Left trainieren lassen, damit die Erfahrungsboost hier bekommen, wir den Erfahrungsboost-Skill von ihnen. Ich habe insgesamt 6 Charaktere. Also all die Charaktere, die ihr jetzt seht hier, die haben Erfahrungsboost bekommen. Ich wurde ohne Herzschlag geboren. So, Etty hat jetzt endlich... Ich hätte eigentlich die Charaktere, die nicht Erfahrungsboost hatten, gar nicht letztens deployen sollen. Die irgendwie nicht den maximalen Amount von Erfahrungspunkte bekommen haben, ne? Und trotzdem, wir sehen die Bogenschützen. Sie wäre eine gute Frontkämpferin mit dieser Einstellung, ne? Das sehen. Ja. Stimmt, es gab ja so ein Tee im Minispiel. Ja, ne? Und dann gibt's halt hier nicht. Ey. Wir haben echt einen Charakter, der voll pro Tee ist, ne? Und ich meine Tee im Minispiel. So. Wir benutzen heute mal Pangeo, ne? Den haben wir noch nicht benutzt, weil ich brauche einen Heiler und alle meine Heiler sind schon Level 3. Deswegen habe ich Pandreo jetzt mal hier den Erfahrungsboost gegeben. Also heute sehen wir mal jemanden neuen in unseren Heiler-Rang. So, dann habe ich noch 2 Leute mit Lin trainieren lassen. Einmal wieder Pandreo, damit er Geschicklichkeit plus 2 bekommt. はしゃぐ時はしゃぎ。真面目な時は静かにする。信仰に寛容なのはその緩急の差なのです。聞いたことのない考え方ね。まあ、そう思っているのなら、神龍の前ではちゃんとしていることね。keine Ahnung. Habe ich schon Support mit denen? Ja, ne, ich habe mit jedem Support mindestens 10. So, dann habe ich noch Alfred mit Lin trainieren lassen, damit er auch noch plus 2 Geschwindigkeit kriegt. Dann habe ich seine Verteidigung damit ausgetauscht. Er hat ja schon von Aikia Verteidigung plus 2. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, mit Alfred brauche ich mehr Geschwindigkeit, weil was ich da letztens gesehen habe, da war nicht gut. Er ist irgendwie die langsamste Person in meiner Gruppe.
außer meinen Rittern. Ja, bei denen ist Geschwindigkeit nicht wichtig. So, damit haben wir alle von diesen Gesprächen. Ja, ich rock immer noch hier Roy's Klamotten, ne, weil warum nicht? Und dann habe ich noch ein paar Unterstützungsgespräche freigeschaltet, die gucken wir uns auch noch an, ne? Wird jetzt nicht so lange dauern, glaube ich nicht. Seit der letzten Aufnahme habe ich mir übrigens auch die Bylef Amiibo hier zugelegt von Super Smash Bros. Was? Ja, ich hätte mir die so oder so geholt. Ich hätte mir sowieso alle Fire Emblem Amiibos geholt. Aber jetzt, wo ich das Spiel am Spielen bin und ich sogar Belohnung dafür bekomme, ist irgendwie jetzt der richtige Zeitpunkt. Ne? So, falsches Menü. Also ich habe jetzt ein Ticket mehr, mit dem ich hier Kostüm und so freischalten kann. Und ich habe das genau ausgerechnet. Und anscheinend braucht man jedes Fire Emblem Amiibo, das bisher rausgekommen ist, um alle Kostüme und alle Musikdinger hier freizuschalten. Ich habe mir Corin auch noch bestellt, ist aber noch nicht gekommen. Und dann gäbe es noch, ich habe mir die weibliche Version von Corin bestellt, weil ich die als mehr kennen ansehe. Und es gibt noch die männliche Version von Corin, die müsste ich mir auch noch holen, dann könnte ich mir alle Kostüme hier freischalten. Aber ich will nicht männlichen Corin. Vielleicht nur weiblichen Corin. Ich möchte nicht zweimal die gleichen Charaktere mehr oder weniger. Um alle Kostüme zu bekommen, dann müsste ich das machen, ne? Ich mache das ja jetzt nicht nur wegen Kostüm. Ich habe mir so oder so hier die Fire Emblem Amiibos irgendwann mal alle geholt, ne? Aber jetzt wo irgendwie eine Belohnung nebenbei mit verbunden ist, während ich das gerade spiele, kann das ja nicht schaden, ne? So, gut, wir haben einen B-Support mit Alfred. Nicht mal mit Prinz Alfred anreden. Ich stehe über dir, ich brauche dich nicht mit Prinz anreden. Worum ging es noch meinem ersten Support? Irgendwas sagt mir, du, die Nacht wird nicht ankommen. Normalerweise bei denen seinen Support ab. Mein Charakter ist sich aber dauernd nur irgendwie einmal beschweren, ne? Ja, ich möchte nicht, dass du das machst. Ja, du störst mich mit was auch immer du machst. Ich werde den Sonnenuntergang rennen, meine Frust abzubauen. So, oh, neue Seite. Und dann Lapis. Sie war irgendwie der einzige Charakter, mit dem ich ein Ding sehr freischalten konnte. Ich habe jeden anderen, ich wollte erst die anderen Hauptcharaktere, so Ivy und Fogado, Alcris und so. Ich habe den all meine Geschenke gegeben, habe aber kein Gespräch freigeschaltet, deswegen habe ich mal geladen. Lapis ist irgendwie die einzige gewesen, bei der ich ein Gespräch freigeschalten habe. Nicht, dass ich mich beschwere, aber ich habe das Gefühl, sie wird den Support-Bonus brauchen. Ich
うちの田舎ではなんでも作るんです。それ以外に手に入れる方法がないので。田舎？あ、田舎作るか、田舎と、そう聞きたかったんです。もちろんお願いします。ものが作れるなんてとても素晴らしいです。そんな、からかわないでください。からかってなどいません。 Schämen Sie, dass Sie vom Land ist. Also er ist immer in einem Beutel und dann packt man Steine da. Das ist so eine Out-of-Context-Szene gewesen. Ne? So, nächste. Fugado und Hortensia. Hortensia, Ojo. Himanara, Oreto, Ocha, demo, Schnei. Fugado, Oji. Ikura, Tashiga, Bijin, da Karate. イルシオン王国第二王女を口説こうとは勇気あるわね。別に口説くとは言ってないよ。ちょっと話でもしたいなって思っただけで。どうだか。あなたが遊び人だってことはイルシオン王国でも話題になってるんだから。俺のことがイルシオンで話題になってるんだ。嬉しいな。あまり喜ぶようなことじゃないと思うけど。そんなことどうでもいいから。 国同士の交流も兼ねてお茶しようよ。お断りよ。お姉様の仕事の手伝いとかやる。まあ、さっきのマッキー、あんたの兄弟に。あなただって王子なんだから、仕事は山ほどあるんじゃないの？ソルム王国は女王制だからね。国を継ぐのは俺じゃなくて姉さんなんだよ。呆れた。それで遊び歩いてるってこと？治安を守るために街を見回ってると言ってほしいな。 そんなこと言って、手のいい言い訳にしか聞こえないわ。あなたも少しはミスティラ王女の手助けをして楽させてあげた方がいいわよ。オルテンシア王女は釣れないな。まあいいや、気が変わったら声をかけてよ。俺はいつもこのあたりにいるからさ。スクラッシュ。 Also da eine Menge übrig hier. Okay, Alcrest und Ivy. Dein Drachen, ich möchte ihn abschießen. Staruk-Oji, watashi ni nani ka you demo aru no? So, mushi suru no ne? Itta hazu desu yo. Boku wa mada warikirete imasen. Chichi-ue no shi no sekinin wa anata ni mo aru to omotte. Ah. Anata no otou-sama no koto wa shazai shimasu. 私の謝罪などあなたの心の傷を癒すことには何の役にも立たないとは思うけれど、でも今はこうして同じ陣営に立っているのだ。あ、もう、初めのディアマントとアイビーズフォード。だから、初めの一歩は私から。初めの一歩。あ、ich liebe diese Anime。ja、ich weiß, das かつては争っていた国の王女と。はい、はい、ジュメ、ベドイテッドビギン。ベマノーツフィッシュン2、ノーンベノーツ。ダン、ファビネンシヒディバイドン。イポベドイテッドシレッド。僕も、これからは。エアスター、オンシレッド、エアスターシレッド。ありがとう。でも、だからといって、人の顔をじろじろと見るのは失礼よ。あ、ごめんなさい。今後は気をつけます。 Das Klärchen. Und Diamant und Tibera. Ich versuche all die Hauptcharaktere irgendwie so Support zu geben. Zum Ende des Spiels. なんだか楽しそうだな。わかっちゃう？
In den Ort? Bin ich unterwegs in den Ort? Was ist das denn? Sprich mich nicht an, ich bin aber noch höher gelevelt als du. Ich habe sie noch kein einziges Mal benutzt, ja. Außer im Startkapitel, wo ich sie bekommen habe. Alles klar. Cool. Alles klar. Dann muss ich neu essen, ne? Ja. Ich überlege, ob ich das auch auf Screen mache, weil. Aber. Keine Ahnung. Nee, lass mal. Wer kocht dann für uns? Wanda. Ich bin relevant. So. Wen haben wir denn hier noch nicht? Wir haben alle schon auf C. Was rede ich eigentlich? Wen nehmen wir denn hier? Ich weiß jemanden, den ich noch nicht. Bonnet und. Bonnet und die beiden waren. Er war der Gefolgstyp von ihm, ne? Ja. Weißwürste. Resistent plus 3. So, Meeresfrüchtepfanne. Alles bis auf Magie. Kann man machen. Und ein seltener Fisch. Farmer ist nicht Wander. Er hat irgendwas über meinen Mund gesagt. Shinryu sama kuchi ni. Diese Stimme. Ich habe 5 Leichen in meinem Keller versteckt. So, ein Ding haben wir noch bekommen. Für wen? Die beiden. Ja, okay, macht Sinn. この焼き魚、身が締まってて絶品だ。魚は焼く少し前に塩を振っておくと余計な水分が出て身の弾力が増すんだ。一手間かかってるんだな。やっぱりボネの料理は最高だよ。私はフォガートの進化であると同時に専属料理人でもあるからな。主君の好みを完全に把握し、 喜んでもらう料理を作る義務がある。ありがとう。俺は幸せ者だね。でも一つ足りてないものがあるな。なんだ。味付けは十分にしたはずだが。違う違う。味じゃなくて進化で専属料理人ってとこ。もう一つ。俺の親友が抜けてるだろ。 一つ目だって、アイナ。そうだったな。ポガート。私がさん、ナスケレアン。一つ、二つ、三つ。アイナ、ペゾン、ツァイ、ペゾン、ライ、ペゾン。私の家がやっていた食堂に、ほぼ毎日来てくれて。アイナ、ペゾン、ツァイ、ペゾン、ライ、ペゾン。私は、懐かしいね。その関係を忘れるとは。それは、アイナ、ティー、ファゲス。忘れてなどいないさ。一度味わったもの。 二度と忘れない。今はそれよりも恩人という思いが強くて口にできなかっただけで。恩人？俺が？どうして？忘れているのか。
Fogarto らしいな。まあいい。冷める前に料理を食べきってくれ。食後のデザートも用意してるからな。本当？やった！これはもう世界一美味しい料理だからね。すぐに平らげちゃうよ。世界一美味しいか。Trotzdem schaffst du es nicht, Essen auf den Tisch zu zaubern. Ja, ja, nehmen wir die auch noch aus dem Weg. Boom. Ich habe ein paar Ringe hergestellt. Ich habe ein paar Essringe bekommen. Da kümmern wir uns gleich drum. Ich glaube, jetzt haben wir alles. Ne? Ich bin immer so paranoid. Ich will nicht hier weggehen, bevor alles erledigt ist. Weil dann hast du verpasst. Was soll ich denn dann machen? Ja, ich glaube, wir haben alles. Ne? Gut, dann gehen wir weiter. Ja, aufbrechen zur Weltkarte. Hip hip ahoi. Keine Ahnung. Hip hip ahoi. So, ja, okay. Ich nehme jetzt mal an, da ist nichts Neues aufgetaucht. Würde ich das hier sehen, dann was von sollen sehe ich sogar nicht. Training, was ist denn der Unterschied von Training und Gefecht? Lass er erfahren Level 2 spenden Level 3. Goldener Verzerrter, silberner Verzerrter, Training. Warte mal, was? Ike, ach, bei Lev. Also okay. Na, ja, so sind die. Okay, das sind alles die Nebenquests hier, ne? Und hier ist, wo ich als nächstes muss. So, und wir kümmern uns heute um Kapitel 15, die nördliche Festung. Auf der Suche nach dem Ring der Weltveränderin begibt sich die Gruppe zur nördlichen Festung. Das dürfte eigentlich nicht so schwierig jetzt sein, ne? Dass auch unsere Charaktere ein bisschen stärker sind als beim letzten Mal, ne? Ich kann alle Tiere hier aufnehmen, von daher passt das auch. Dann gehen wir mal rein, gucken, was uns da erwartet, ne? Okay, ich habe jetzt gerade gesagt, das wird einfacher, aber ich benutze sowieso immer meine schwächeren Charaktere. Und wir bekommen einen Tänzer. Sehr cool. この場所いつ来ても人がいなくて練習場所にちょうどいい。ハロシャンな。化け物。モンスターだ。どうしよう。囲まれてる。俺はここで死ぬ運命だったのか。こんなことなら踊りだけじゃなくて戦う練習もするべきだったかな。建物の中へ逃げてください。誰？よかった。私の声が聞こえるんですね。この中なら隠れてやり過ごせます。すぐ後ろに扉がありますから、早く。わかった。だ、う、や、だ。だ、う、hast du ihn getroffen? Ne? Okay, dann los. そんなに怖いところなんですか？怖いところだと思われるように作ったっていうのが正しいかな。指輪を守るためにご先祖様がそうしたの。それが今自分の人を呼んで地元の民が誰も知ってる。自分で取り出になってるんだ。最近もあの場所から女の子の声が聞こえる。Geil, genau auf sowas stehe ich. ただの噂だけどね。脅かさないでくださいよ。ごめんごめん。かくいう私も中に入ったことはないんだ。指輪の場所が分かったらまずいから。Soll mal sie hier in den Kampf mitnehmen. Ist Level 18. Ich habe nur 2 Level. ちょうど見えてきたよ。北の城塞だ。やけに騒がしいですね。誰も近づかないはずでは。あれは異形兵。城塞の中に入っていってる。指輪が見つかってしまったんでしょうか。
Verdammt richtig, ich will einen neuen Ring. Ich sollte mir die Nebenquests alle aufsparen, bis ich irgendwie alle meine Ringe wieder zurück habe. Ich habe das Gefühl, wird die Ringe, die Nebenquests viel einfacher machen. Ich laufe die ganze Zeit nur mit 3-4 Ringen rum. Ich könnte voll viele haben. Oh. Wie? Okay, und du kannst anscheinend nicht kämpfen. Wenn ich da verstanden habe. Geisterkarten. Das Herz der Karten. Er bedeutet, wir werden sterben. Okay, 9 Leute nur. Okay, Sidal entkommt. Resen Sieg, okay. So, oh, ist ein Key-Adept. Yes. Ich brauche mehr von denen. Er ist ein Tänzer. Ich habe mich schon gewusst, ey. Habe ich schon gefragt. Ja, wann kriege ich mal endlich mal einen Key-Adepten wieder? Weil Fram ist die einzige. Und wenn ich jetzt John zum Oberpriester machen würde, dann hätte ich gar keinen mehr. So. Künstler, da sieht all. Berühmter Tänzer aus Solm. Er ist auch ein talentierter Wahrsager, der eine Aura des Mysteriösen pflegt. Künstler, die den Kampfgeist Verbündeter heben und ausführen einer weiteren Aktion ermöglichen. Du hast Level 15. Und du kannst kämpfen. Was drehst du hier eigentlich? Historischer Tanz. Zu Beginn der Runde werden bei Vermögen im Umkreis von 2 Fehlern zu einer 10% ihrer maximal KP wiedergestellt. Das ist oft Standard von Tänzern. So eine Fähigkeit, ne? So. Mir ist schon direkt aufgefallen, ne? Irgendwas sagt mir. Ah, verdammt. Ich habe gedacht, wenn ich hier reingehe, dann würde ich irgendwo anders hin teleportiert werden, weil das sah irgendwie so aus wie so Teleportationsdinger. So, wo muss ich hinflüchten? Sind eine Menge Türen und so. Oh, hier. Ja, aber wir gehen natürlich erstmal hier alles abchecken, ne? Das heißt, ich könnte jetzt eigentlich hier hingehen, das frei machen und ihn dann hier rausgehen lassen. Aber ja, voll einfach. Ne, ne. So, ich glaube, wir wollen nur einen Heiler heute. Ich wollte eigentlich Pandreo heute benutzen. Was Ivy. So, ich habe hier exklusiv nur Axtkämpfer gesehen bisher, glaube ich. So, ich sehe natürlich jetzt nicht, gegen was ich alles kämpfe, ne? Hier sind natürlich Lanzenkämpfer und Magier. So, ich werde definitiv nicht hier reingehen. So, ich brauche ein paar. Axt und also Jade wäre hier eigentlich perfekt, wenn ich die eben platzieren würde, ne? Ich glaube, alle Charaktere, die noch so Level 17 sind, wollte ich mitnehmen. Wir nehmen Diamant mit, wir nehmen, oh, ich habe noch einige 16 Charaktere. Okay, wir nehmen Citrin mit, wir nehmen Lapis, wir nehmen Clan. Okay. Ein Heiler reicht, ne? Bei 9 Charakteren. Ein Heiler reicht, glaube ich. So. Er war ja gerade Level 20 und Arka, ne? Ja. Du machst erstmal Pause. Oh, Chloe, genau. Ich hätte da keine Action bekommen. So, ich könnte Tibera versuchen auf Level 20 zu bringen.
aber wenigstens ein Klassenwechsel, zwei Level werden wir ja wohl hinkriegen, ne? Na, was habe ich denn hier alles? Ich habe Magier, ich habe zwei Magier, Axtkämpfer, ich habe Schwertkämpfer, ich habe Schwertkämpfer, ich habe Lanzenkämpfer. Ich bräuchte einen Bogenschützen, vielleicht, ne? Bogenschütze? Ist überhaupt schon, ja. Bogenschütze, Bogenschütze, ne? Gut. So. Ember, Lin und Bylab. Oh, einer. Sie hat noch gar nicht ihren Erfahrungsplus Dingen. Ja, beim nächsten Mal. Okay, wer hat noch nicht Erfahrungsplus? Du. Aber ist eigentlich egal, wen ich da gebe, ne? Sie bekommt ja nicht die Fähigkeit. Oder bekommt sie die Fähigkeit auch einfach so? Ja. Bekomme ich diese Fähigkeit nur, wenn ich ausgerüstet ist, oder ich gebe einfach Bylab. Bileto. So, wer nimmt denn hier Lin? Für mehr. Wer macht denn ja am meisten Schaden? Etty, ne? Tatsächlich. Und dann nimmt sich noch jemand hier Ike. Ich würde sagen Chloe. Einfach nur, damit sie mehr Schaden nimmt, austeilt und einstecken kann. Ja. Wie es aussieht, bekommen wir gleich noch einen Ring. Nach diesem Kapitel, ne? Würde ich sagen. So. Haben alle, ne? Alle wichtigen Ringe verteilt. Stell dich mal auf einer vor, ich habe so 10 Ringe, ne? Dann könnte ich jeden Charakter eingeben. Dann haben die schon absichtlich gemacht, ne? Damit ich halt nicht so viele, wenn ich nicht so viele Ringe irgendwie ausrüsten kann. So, ich habe gesehen, Clan wird da bestimmt jemand noch bessere Zauber haben, ne? Ne. Hat hier keiner Feuer plus. So. Heilstäbe. Heilung plus 9 und 18. Ich werde sowieso mit ihr nicht angreifen, ne? So. Geben wir mal einen Purgativ, falls unser Tänzer hier ein Problem kriegt. Dann sind wir eigentlich fertig, ne? So, erster Zug. Ziemlich einfach. Wir platzieren. Warte mal, ich kann sie gar nicht da platzieren, ne? Verdammt. Doch, kann ich. Wo ist sie? Da. Erster Zug, ziemlich einfach. Wir platzieren einfach Jade hier hin. Sie kümmert sich um die beiden als erstes. Und der Rest wird improvisiert. Packen wir den Hauptcharakter daneben für mehr Schaden und so. So. Und dann dürfte halt eigentlich machbar sein, ne? War nur ein Heiler, ne? Die Sache ist, wenn man einen Heiler mehr hat, mit dem ich sowieso nicht angreife, dann bedeutet das, ich habe weniger Leute zum Angreifen, die dann Erfahrungspunkte bekommen können, ne? Macht das Sinn? Da. Ich bin so paranoid die ganze Zeit. Ich habe alle Dinge, ja. Na, los geht's. Ey. Woher willst du was wissen? Mamoru, das bedeutet beschützen. Das weiß ich von Tales of Graces. Oh,
Schütze Zedal und verhilf ihm zur Flucht. So, erster Zug ziemlich einfach. Platzieren dich hier hin. Du kannst eigentlich das hier ausrüsten, ne? Packen wir den Hauptcharakter daneben und du kriegst auch mehr Erfahrungspunkte, ne? Wegen Lehrkraft und so, ne? Tut sich das dann stapeln, bekommt sie dann 40% mehr Erfahrungspunkte? Eine gute Frage, ne? So, okay, ich kann nicht hier so rumlaufen, ich muss hier nach rechts. So, hat noch irgendjemand so boostende Fähigkeiten? Nee, ne? Fällt gerade auf, oh, ich kann ihn gar nicht spielen. Oh. Da möchte ich doch vielleicht ein paar Leute hier mehr anlocken. Oh. So, jetzt so ein Ragnarok, ne? Ragnarok Teleport. Okay, das heißt, ich bin ja abhängig davon, wie er sich benimmt. Okay, die machen irgendwie keinen Schaden. Zum Glück. Oh. Okay, zum Glück habe ich einen Purgativ mitgenommen. Ich glaube nicht, dass sie 40% mehr Erfahrungspunkte bekommen hat. Doof. Obwohl. Ah, die kommen alle hier hin, sehr gut. Ist besser. So, und ich habe mich hier vorbereitet, Kollegen. Ich stehe genau hier richtig. Machst du ihn? Du machst ihn nicht mit Einschlag fertig, natürlich nicht. Okay, warum hat er zwei Elfenlichter ausgerüstet? Mache ich hier eigentlich schon wieder? So. Okay, das sieht an einem sehr relativ einfachen Level aus bisher. So. Wo ist Bailef? Du hast Bailef, ne? Weil Bailef hat ja diese Tanzfähigkeit, ne? Das heißt, wenn ich das jetzt hier richtig anstelle, dann könnte ich hier für mehrere Charaktere tanzen. Können zum Beispiel hier hingehen, ne? So, du machst ihn platt. Alter, Diamanti, die einfach weghaut. So gute Idee, den selber schwer zu geben. So, wenn ich alle hier so platziere, ne? Schaffe ich das? Wäre perfekt, nämlich. Dich hier hin. Ne? Pass auf. Schneestreich. RT wird sich dann um den kümmern. Ne? Na, komm mal. Ja, ne, ich könnte auch mit Linja so fern angreifen. So, wenn ich da oh, perfekt. Wie sie mit ihrer Leichtlanze mehr Schaden macht mit als mit einer Eisenlanze.
So, wenn das jetzt so funktioniert, wie ich mir dachte. Pass auf. Also wenn ich so richtig aufgepasst habe, dann funktioniert das doch so, ne? So, jetzt platziere ich sie hier hin, ne? Sie verbindet sich mit Ballet. Bei Left setzt Tanz der Göttin ein. Und das gibt eine Menge Erfahrungspunkte. Jetzt können sich alle noch mal bewegen. Sehr geil. Ah, blöd ist, sie sind alle außer Reichweite. So, warte mal, einer hatte Verlegung hier, ne? Wer hatte Verlegung? Habe ich schon bewegt? Ja, ne? Verdammt. Das Problem ist, das hat es jetzt nicht so gebracht, glaube ich. Hm. Geschicklichkeit 5. Ja, ich... Leider hat es das nicht so gebracht, weil ich niemanden erreiche. Ach, guck mal hier. Ah, perfekt. Warte. Komm du mal hier hin. Mal hier hin. Du nimmst das Donnerschwert. Und du rüstest es mal hier Abwaltung aus, damit wir nichts kaputt haust. Zack. Zack. Und jetzt gehen wir hier rein. Perfekt. Also ein guter Zug. Ich merke gerade. Aber die haben keine Wurfäxte oder so, ne? Ne, reichen gar nicht. Ja, warum nicht, ne? Oh. Nee, warte mal. Ich habe so das Gefühl, da kommen noch Leute gleich. Aber ein guter Zug, fand ich. Jetzt sogar als wie in den. Jetzt sind die wie Tänzer in Fire Emblem Radiant Dawn. Hier die Reihe, die sie in diese Schwäne verwandeln können. Und sie hat drei Tänzer, je nachdem, wo ich im Spiel befunden hast. Einer konnte nur irgendwie eine Person heilen, aber hat noch irgendwie Statuswerte erhöht. Einer konnte nur zwei gegenüberliegende, also links und rechts oder oben und unten. Und einer konnte alle. Oh, du musst es natürlich echt noch ein Heilmittel hier verballern, ne? Ich habe dich doch ja fast gerettet gerade. So. Oh, guck mal hier. Mal da. So, Erfahrungspunkte. Die macht ihn sowieso platt. Er sagt mir aber, sobald wir den retten, oder sobald wir in seine Nähe kommen, geht der echte Kampf los. Ja, du haust ihn ja nicht weg. Ne? Die sind ganz schön schwach, aber nehme ich mal an, ist so gewollt, ne? Mit er mir nicht verreckt. Oh, Geschicklichkeitsdieb. Oh. So, dich würde ich gerne. Muss ich kaputt machen, bitte. Ach. Überlebt sogar mit 1-2 AP.
läuft bisher ziemlich einfach bisher. Ach, meine Magier sind noch hier unten. Ja, gehen wir hier rein. So. Hey. Der war meiner. Okay, aber war gerade mal so ein Glänzen. Ja, ich meine die Heilung, die habe ich gesehen, aber irgendwie so ein glänzender Stern über ihrem Kopf. Na cool. Ich nehme an, ich muss mit dir reden, ne? Jetzt bekommen wir den Ring, ne? Das ist mehr oder weniger, was mit Yunaka passiert ist. Warum tun Leute ihre Ringe überhaupt in diese ganzen abgelegenen Plätze hier aufbewahren? Emblem von Fates. You are the ocean's great wave, destined to seek. I've across the shore, just out of reach. Genau, Corin heißt Kamui im Japanischen. Im japanischen Version. Es gibt ehrlich gesagt hier diese Anlehnung an wie heißt das nochmal, Dragon Maid, hier diese Anime Kobayashi's Dragon Maid. Hier gibt es auch einen Charakter, der ist Kana Kamui, und das Kind, das man in Fire Emblem Fates haben kann mit Corin, heißt Kana. Also egal ob Junge oder Mädchen, das Kind von Corin heißt Kana. Und in der japanischen Version heißt sie Kamui. Also irgendjemand hat davon irgendjemand abgeguckt. Und ja. Ja, irgendwas hat mir. Okay, die machen dazu. Ich habe schon gedacht, das wäre ein bisschen zu einfach gewesen. Also Kana Kamui, Kamui in Japanischen, die Tochter und der Sohn heißt Kana. Irgendjemand hat von irgendjemandem abgeschaut da. Ich glaube, Fire Emblem Fates hat allgemein viel abgeschaut von anderen. Es gab wortwörtlich einen Charakter, der aussah wie L von Death Note. So, damit Corin, das Emblem von Fates, kann Drachenadern aktivieren. Eine Magie, die im Innern des Landes schläft. Ja, Drachenadern im Fates waren so bestimmte... Auf Karten gab es so bestimmte Punkte, die man aktivieren konnte, mit denen du mit der Level interagieren konntest. Manchmal haben das die Level einfacher oder schwieriger gemacht. Aber jetzt hat die irgendwie so eine Fähigkeit, ne? Okay, erlaubt es bestimmten Feldern einen besonderen Effekt hinzuzufügen. Kia, der schafft Eis so in die Bewegung behindern. Ah, das ist schon wieder abhängig von der Klasse, die man ist. Furchtbare Aura. Initiiert die Einheit den Kampf, können sich Ziel und benachbarte Gegner des Ziels eine Runde lang nicht bewegen. Nicht schlecht. Einfach angefangen bei drei Felder in einer Reihe. Die Felder werden dadurch in Gelände aus Wasser verwandelt. Okay, cool. Der Gute ist. Nope. Ehrlich, um mich herum ist überall Miasma. Die Macher von Fire Emblem scheinen definitiv die weibliche Version von Corin als mehr Canon zu pushen. Weil überall, wo Corin vorkommt, ist meistens immer die weibliche Person
Version davon irgendwie vorhanden. Okay, Emblem Coin kann Gegnerbewegungen einschränken und Gelände erschaffen, um sowas Kampfgeschehen zu steuern. Die Synchrofähigkeit Drachenader fügt dem Gelände je nach Bündnisart Typeffekt hinzu und Tick Flammen und Miasma. Die Bündniswaffe Doppelkatana ist anders als die meisten Schwerter stark gegen Lanzen und schwach gegen Äxte. Eine Reaver-Weapon, also gegen Lanzen und schwach gegen Äxte, ja. Die Bündnisfähigkeit Furchtbare Aua verhindert ein Ziel, da habe ich gerade alles gelesen. So, du hast eine Axt, warum soll ich dann also dahin gehen? Ich könnte stattdessen lieber tanzen. Warte, ich kann dann einfach so aktivieren. Ah, guck mal. Was sagst du dazu? Eis. So. Ich kann auch nur da lang. Ne, oh, jetzt muss ich hier unten rechts lang. Okay, Kapitel, wo die so welche Kapitel sind ziemlich einfach, weil wenn das so abläuft, wie ich mir halt vorstelle, dann wird hier nichts passieren, bis ich. Ich habe dich schon bewegt, Kollege. Weil wenn man solche Kapitel hat, wo irgendwie so geschlossene Türen oder irgendwie sowas sind oder Gebäude, dann kann eigentlich nichts tanzen, gibt einen weiteren Zug. So, Erklärung abgeschlossen. Ich tanze vor jemanden. Er tanzt vor jemanden. Diese Person kommt einen weiteren Zug. Tänzer sind broken in Fire Emblem. So, wie gesagt, so Kapitel, wo irgendwie so geschlossene Gebäude oder so sind, die sind normalerweise ziemlich einfach, weil selbst wenn der Gegner sind, die bewegen sich nicht, weil ich die nicht sehe, ne? Das heißt, nichts wird passieren, bis ich irgendwie die Türen aufmache. Außer die gehen irgendwann automatisch auf. Von daher. Könnte halt hier super chillig werden, gell? So. Hat sie jetzt schon die Glück plus 4 bekommen? Hat sie sogar. Ah, selbst wenn man. Okay, selbst wenn er ausgerüstet ist, kann der Shot schon aus. Ist das schon aktiviert? Okay. Alter, warum habe ich das gerade aktiviert, wenn ihr sowieso nicht hinkommt, Mann? Oh, ihr seid Level 20. Okay. Okay, das ist ein bisschen doof hier. Ihr seid ziemlich stark. Wen kann ich hier platzieren? Ohne zu verrecken. Okay, da haben wir noch Magier, ne? Geschicklichkeit 12. Sie wird von nichts gedoppelt, ja, ne? Nee. Immer 22, 22 und 26. Wenn ich dich also hier kaputt kriege, ne? Dann nimmst du 22, du nimmst 6, du nimmst 10 und 2 mal 6, das sind Menge Schaden. Jetzt mit dir aus. Sogar noch besser. Aber du erreichst sie nicht. Doch, du sowohl, aber ich hast kein Donner. Wenn du das ausrüsten würdest, du doppelst ihn sogar. Aber ja, mal so, jetzt mal. Ich will sie jetzt nicht so weit nach hinten platzieren, Mann. Ah.
Ich dachte, du doppelst. Ach, Donner kann ich doppeln, ne? Oh. So viel zu meiner Strategie. Verdammt. Gibt's irgendjemand, der noch hier? Ja, du bist natürlich zu weit entfernt, ne? Hey, warte mal. Wer hat nochmal Verlegung? Aber nicht du als Verlegung. Gott verdammt. Bin so ein Unnütz hier. So. Ziehe ich dich hier hin, ne? So. Ich meine, ich kann sowieso nicht doppeln, von daher kann ich sie auch da platzieren, ne? So, du kriegst ihn sogar down jetzt. So, guck mal her. Kriegst ihn sogar down. Kommst du hin? Tanz für sie. Ho! Dann greifst du. Kann eigentlich wohl hier hin platzieren, ne? Nee, dann treffen die Axtleute mich. Ja, die Axtleute, die Axtpersonen. Sehr cool. Ernsthaft, ein Erfahrungspunkt. So, und sie müsste eigentlich jetzt hier überleben, ne? Cool. Du kannst mal ihm deinen anderen Donner geben. Und mit dir greife ich sowieso nicht an. Okay. Ja. Da ist wieder geplant. Ich muss. Oh, du hast auch Donner. Du hast Elfendonner. Drei Schaden. Was ist das? Okay, Hallöchen. Na, wie geht's? Wie steht's? Was, wenn du mal einen Kill abholst? Perfekt. Wo ich eher auf den Schwertkämpfer losgehen würde. Kannst du überhaupt reichen? 1, 2, 3, ja. Dann kommt Chloe. Nee. Wow. Schon krass, was die für einen Schaden macht auf einmal. Das Tomahawk ist viel zu überpowered, Mann. Okay, nein, sie haut ihn nicht kaputt, ist klar. Außer sie krittet mit 55%. Geht ja wohl hin, oder? Komm, Mädchen. Jawohl. Ist ja aber echt gute Level Ups, ey. So, dann. Mhm.
richtig down. Oh ja. Ja, ich glaube, Lehrkraft tut sich nicht hier doppeln. Ich glaube nicht, dass wir mehr Erfahrungspunkte bekommen. Okay, entschuldige, was? Du kannst kein... Drei, wie viel? 27 Verteidigung? Oh, Gegner. What? Meine Gegner werden dadurch voll zu Tanks, ey. Was ist das denn? Man muss die Drachenadern hier einsetzen. Ah, kann, geht aber nicht. Was ist das denn? Plus 20 Verteilung, ich glaube, es hackt. Ah, wenn man keinen Schaden macht, dann bricht das die Gegner nicht. Cool. Und da kann ich eigentlich nichts gegen den machen hier gerade, ne? Du willst mir ja nicht zu viel. Ich nehme an, du kannst damit nicht doppeln, ne? Das immer 26 Schaden. Solange ich irgendjemand über 26 HP habe, ist das in Ordnung. Immer hier hin. Du. Ich mag eigentlich Schaden. Und du machst mir 6 Schaden. Da voll krank, ey. Die bekommen 20 Verteidigung und Resistenz. Das ist mies. So, ich gehe nicht auf die Treppe, falls da Gegner rauskommen. So, oh, ich habe meinen Tänzer vergessen. Schaden nimmst du denn? Überlebst halt, du hast eine Menge AP, sehe ich gerade. So, natürlich in jeden Zug hier tanzen für Erfahrungspunkte, ne? Ich weiß nicht, warum ich angreife. Wenn ich jemanden zum Heilen habe hier, keine Ahnung, im nächsten Zug. Ja, und Supportpunkte und also was. So. Der hat sich jetzt eiskalt nicht da wegbewegt. Kollege, nicht cool, Mann. Immer noch nicht da im nächsten Zug. So. So. Aber damit kann ich dich erledigen. Du stehst gerade echt doof, ne? Weißt du das eigentlich? Ah. Also es wäre sehr gut, wenn du einen kritischen Treffer machen könntest, ne? Ich meine, du könntest vielleicht auch ein bisschen Schaden machen. Ja, du hast ihn natürlich wieder weg, ist klar. So, hey, warte mal. Ja, kann man machen. Zack, boom, zack. Schön. Das ist das Level noch recht chillig. Okay, warum soll ich zu anderes wechseln? Ich treffe zu 100%. So, da war nervig.
So. So. Kann ich den einfach nur aufmachen? Nein. Mein AP unter. Ich will die Tür noch nicht öffnen. Wer weiß, was dahinter ist, ne? Also im Vergleich zu der letzten Level ist das hier recht chillig, ey. Und keine komischen Zelte, auf die ich aufpassen muss und so. Macht das Level schon relativ easy peasy. So. Oh. So, nächste Gruppe von Gegnern. Ihr seht ja, genau deswegen ist das ja voll einfach. Ey. Man kann ja einfach voll bestimmen, wo man als nächstes hingeht, was man macht. Naja, ziemlich easy peasy. Okay, wie viel FP hast du? Ich brauche dich nämlich 250. Ich glaube nicht, dass hier noch irgendwas sehr Ansteckendes kommt. Ich so irgendwie hat Gefühl. So, du hast. Wen kann ich denn da platzieren? Niemanden wieder. Ich komme ja auf mich los. Hm, sie hat Stein platzieren können. Nee. Offizielle Erfahrungspunkte. Ja, ich glaube, ich kann meinen Hauptcharakter reinpacken. Ne? Das ist mein Tänzer, der ist aus der Reichweite. Ne? Ja. Nein. Ja, muss ich wohl warten, bis er auf mich zukommt. Geht nicht anders. Ah, die bewegen sich noch nicht mal. Wie unhöflich. Kann ich dich hier platzieren? Du nimmst 6 Schaden, du nimmst eine Menge Schaden von ihm, ne? 26. Aber du wirst halt überleben, glaube ich. So, ich habe jetzt nicht so viel gerechnet, ne? Das sind, oh, oh. Das sind 15 mal 2. Aber ich platziere ihn noch daneben, ne? Das sind 14 mal 2, 28 und du machst... Oh. du machst... 6. Du machst, sie müsste halt eigentlich überleben, glaube ich, ne? Ich hoffe, ich habe jetzt hier richtig nicht gerechnet. Ich glaube nämlich nicht. Halt. Nur den hier machen. So, als wird sie definitiv überleben. Oh, KP plus 7. Nicht schlecht. Okay, los geht's. Null.
und ich hau dich mit einem Schlag weg. Das heißt, du hättest mir sowieso nicht zwei Schaden gemacht. Gibt doch nichts befriedigendes, wenn man Magier mit einem Schlag wegpusten kann. Hier rein versucht nicht zu kritten, aber wenn du doch tust, dann noch immer vielleicht nur ein Level abholen will ich. Nein, hat nicht gereicht, hat gibt's jetzt nicht. Ich könnte ihnen den Kill geben. Ich werde versuchen, ihn auf Dings zu bringen auf Level 20. So, wer braucht denn noch Lehrkraft hier? Du, ne? Du? Du brauchst noch Lehrkraft. Dann komm mal her. Perfekt. Oh, jetzt ist sie kurz davor, 250 zu haben. Aber in dem Moment, dem ich schon gesehen habe, wo hier verschlossene Gebiete sind, habe ich mir schon gedacht, das wird ein einfaches Level. Elfenflut, hat der gar keine Chance. So, nerv mich. Oh, ich kriege keinen Erfahrungspunkt dadurch. Ah, jetzt komme ich da nicht ran. Also jetzt. Voll easy, Mann. So, wer hat denn eine Menge Resistenz? Nicht du. Nur meine Magier alle. Natürlich alle hier hinten. Gut ist, ich habe jetzt einen Tänzer. Jetzt mache ich aber den hier. So, 13, 13, kein Ding. Ja, definitiv. Ich brauchte definitiv keinen zweiten Heiler hierfür. Ich versuche mal Diamant hier auf 20 zu bringen. Haben wir jetzt einen Charakter ja wieder abgeschlossen. Erstmal fürs Erste. Ein Kritscher Treffer und sie war weg. Ja, ja. Ja, jetzt kommt ihr direkt, ist klar. So, du hast aber bestimmt, ja, du hast ihn weg, ne? Mit einem Schlag. Mit einem Schlag weg. Zwei Kugeln zwischen die Augen. Okay. Aber hier Starschwert, Silberschwert. Und ich kann dich nicht hier rein platzieren, weil dann bekommst du dicke Schaden. So. So, Etty.
Oh, perfekt. So toll zu sehen, wie meine Charaktere jetzt alle voll stark sind, ey. Ah, Geschicklichkeit, ich vergaß. Verteidigung. Passt. Kann ich dich hier rein platzieren, oder du vollkommen zerstört wirst? Das ist niemals eine Frage, die man sich stellen sollte. Am Fire Emblem Spiel, man muss immer alles vorher ahnen, okay? So. Keiner von euch doppelt mich, keiner von euch macht dick Schaden. Weißt du was? Ja. Yeah. Irgendwas sagt mir, ich werde nicht. Irgendwas sagt mir, ich werde nicht so viele Dings brauchen. So viel. Wäre ich ja schon wieder leichtsinnig, ne? Aber da oben kann ich ja aufladen. Zur Not. Okay. Ist ein bisschen crowded hier. Oh, ich kann sogar hier angreifen, nicht mehr. Sag das doch, dass du jemanden erreichst. So, bist du so blöd und gehst irgendwie lieber auf jemand anderen los? Hier wirklich mal hier hin. Obwohl, wenn ich dich hier hin bewege, dann kannst du ja, damit sie wenigstens ihn treffen. Ja, ich muss dich da ausbewegen. Du sie heilen kannst. Dann packe ich dich hin. Du tanzt für ihn. Wegen meisten Erfahrungspunkte. Weil er höchst gelevelte Einheit ist. Dementsprechend müsstest du meisten Erfahrungspunkte kriegen. Ne? Ich frage mich, ob man irgendwann weniger Erfahrungspunkte bekommt, je länger man tanzt in einem Kampf. So war dem Fire Emblem Fates, glaube ich. Okay. Ich könnte schwören, ich habe den Dings ausgerüstet, aber ich nehme an, wenn sie die Fähigkeit einsetzt, dann wechselt sie zu einer anderen Waffe, ne? Zu dem Hammer immer. Tor ist Hammer. Tor ist Hammer. So, und da haben wir, oh, das ist ein Schwertmeister, sehe ich gerade. Egal, gehen wir den Diamant. Für die Erfahrungspunkte. So, er kriegt definitiv hier Level 20 gebacken. Dann können wir schon mal da reingehen und gucken, was hier, was wir hier öffnen, ne? Wir sind beide in der Luft am Fliegen. So, das Gefühl, ich sollte mit ihr hier öffnen. Long, long, palim, palim. Oh, hallöchen. Das Kapitel ist so einfach, ne? So weit entfernt. 1, 2, 3, 4. Ah! Wo ist er? Wo ist er? Habe ich ihn schon bewegt? Muss man Tänzer. Da. Weil er weiße Haare hat, deswegen habe ich ihn nicht erkannt. Ich dachte, er ist aber Klamm. Aber er ist ja verbunden. Nee, oder nicht? Da war das Bild von Corin, ne? Ja. Keine Ahnung. So egal. So, du gehst ein. Machst ihn höchstwahrscheinlich platt. Wir lassen mal die Tür jetzt zu.
erinnere mich an so eine Level aus Fire Emblem Fates. Da gab es so eine Schneeschaufel-Mission. Und das dümmste Konzept aller Zeiten für eine Karte in Fire Emblem. Was in so einer kleinen, in so einem kleinen Dorf und die Gegner waren alle irgendwie. Da gab es irgendwie so Schnee, Haufen auf der Karte. Ich habe noch mal mit ihr angegriffen wegen Erfahrungspunkte. Und in diesem diese Schneehaufen musstest du kaputt machen. Und unter den Schneehaufen, jedes Mal, wenn du einen Schneehaufen kaputt gemacht hast, waren da entweder Gegner drin versteckt oder der Weg wurde frei gemacht und da wurden dann Gegner enthüllt. Das ist das dümmste Konzept aller Zeiten. Und da waren jetzt nicht nur irgendwie so, weil nicht so 3-4 Schneehaufen oder so. Der war bestimmt irgendwie ganze Karte war gefüllt mit Schnee und da musstest du alles freischaufeln, ey. Dann hast du irgendwie jedes Mal so 2 oder 3 Gegner, die dadurch erschienen sind. Und mein Gott, ey, das bescheuertste überhaupt. Na, warte mal, bin ich mit. Ich mach schon mal hier auf. Vielleicht nicht so klug, aber mal schauen. Na, geht schon. Ist mal annähernd in der Nähe hier. So, und jetzt gebe ich Diamant noch mal. Ein Tanz, mit der ihn platt macht. Vielleicht reicht das schon für ein Level Up. Momente. Oh. Nach Aktion oder Warten der Einheit werden bei Benachbarn 5 KP wiedergestellt und der Unterstützung selber erhöht sich ein wenig. Wäre eigentlich perfekt für meinen Hauptcharakter, ne? Damit mich alle lieb haben. So. Ah, nur ein Kill. So. Kommst du da unten hin? Nein, aber ich den hier mache, kommst du rein. Energietropfen. Hey, Stat Booster, die ich nicht benutze. Okay, ja, schon als ich hätte vielleicht mal hier runtergehen sollen, gucken, ob ich die richtig kaputt machen, ne? Aber wir uns da versuchen. So, irgendjemand hier Heilung, irgendjemand Heilung. Ne, alle voll. Ach, guck mal da, da kommen Gegner. Ne, das ist perfekt, das ist Erfahrungspunkte. Gehst du ja eigentlich. Ich wollte gerade sagen, das ist viel zu einfach.